Hallo Hertha-Fans, ja, ich stehe jetzt hier vom Olympiastadion, gleich geht das Spiel gegen Mainz los und wir haben heute wieder das Thema der Woche und das ist Rune Jahrstein. Unsere Nummer 1 ist Norwegens Fußballer des Jahres geworden, hat zudem 5:0 bis jetzt in der Liga gespielt und ist laut dem Kicker der notenbesten Spieler der Liga. Wir wollen jetzt einfach mal ein paar Stimmen sammeln, wie die Hertha-Fans seine Rolle im Verein sehen. Ich würde sagen, er ist ja nicht umsonst Fußballer des Jahres in Norwegen geworden. Du sagst es? Er ist schon ein deutlicher Leistungsträger hier bei Hertha. Hätten wir ein paar Gegentore mehr, denke ich mal. Ein guter Mann auf jeden Fall. Ja. Rune Jahrstein ist unsere Nummer 1. Er hat Thomas Kraft verdrängt. Was sind die hauptsächlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Torhütern? Und was macht Jahrstein vielleicht auch wirklich besser? Also zunächst mal finde ich es gut, dass wir zwei Top-Torleute haben. Kraft hat ja in seiner Zeit, als er die Nummer 1 war, auch einen super Job gemacht. Und ich finde auch, ja, ich finde es klasse, dass wir jetzt zwei Leute haben. Rune ist, ich finde, er wirkt einfach souveräner. Er ist meiner Meinung nach die größere Ruhe da hinten. Ja, ansonsten, ich bin einfach mit beiden zufrieden und wenn der eine ausfällt, ist es immer schön, noch einen anderen Top-Torwart in der Hinterhand zu haben. Also als Hertha-Fan kann man da schon sehr beruhigt stehen.